Egal. Es wird kein reguläres Quiz. Also es ist ein reguläres Quiz, aber es hat so ein paar kleine Twists oder beziehungsweise ein paar Sachen, die man noch machen kann. So, du hast quasi Fähigkeiten und ein bisschen Mana. Das kannst du benutzen, um ein bisschen deine Punkte zu erhöhen oder halt ein bisschen mit den Fragen zu interagieren. Ich erkläre gleich alles, aber Ja. ich habe es grob aufgeschrieben. Ich gehe gleich durch alles durch. Genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die Ja. dann gleich stellen. Frage 1 ist die Aussage wahr oder falsch? Ja, Aha. genau. Also, wir fangen links an. Also, wir starten bei Final Fantasy 1 und enden bei Final Fantasy 15. Spiele, die nicht rankommen, sind irgendwelche Nachfolgetitel, wie, was weiß ich, Final Fantasy 10 Teil Teil 2. 2 Ah, okay, ja, so. oder irgendwelche, oder 13 Teil 2 oder auch kein Crisis Core, also halt nur die Main-Spiele Das wirklich. ist ein Remake zum Beispiel von Final Fantasy 7, Gute würde ich Frage, meinen. genau dazu komme ich gleich. Ja. Genau, was noch nicht dran ist, ist 11 und 14, also auch nicht die Online-Spiele, sondern halt 1, 10, 12, 13, Oh, insgesamt. Singleplayer, okay. Genau, Singleplayer. Genau, Final Fantasy 7 ist ein gutes Dings, weil das habe ich mit reingenommen. In der Final Fantasy 7 Rubrik sind auch Fragen drin, die man wissen könnte, wenn man Final Fantasy 7 gespielt hat, das Remake oder auch das normale. Nicht nur, aber auch unter anderem. Und es gibt eine Frage, die ist tatsächlich auf Final Fantasy Remake, bezieht sich nur auf Final Fantasy Remake, weil ich weiß, dass alle das wirklich gespielt haben, war ich mir sicher, okay. Und vor allem, das ist ja auch ein eigenständiges Spiel. Ja, aber das gehört zur Final Fantasy 7 Rubrik. Ich habe Ah, das okay. halt einfach zusammengetan, weil der Serge das Original nicht gespielt hat, aber ich das Remake gespielt, deswegen dachte ich, ist das drin. Genau. So viel Manche da. Sachen weiß ich vom Original auch. Wer ist klar? Was? Genau. Dann kommen wir zu den Fragen. Falsch. Dann kommen wir zu den Fragen. Also genau, pro Spiel, also pro Franchise oder pro Spielreihe gibt es immer drei Fragen. Unterteilt sind die quasi erstmal durch die erste Frage. Es gibt immer eine Vorrunde, das ist die erste Frage von der Kategorie. Das ist immer so eine wahr oder falsch. Also ich gebe ein Statement, wie zum Beispiel bei Was dem Beispiel, Beispiel, ja. Cloud 2, also die Fragen sind wie gesagt alle sehr, sehr einfach, die sind eigentlich ein bisschen schwerer. Damit das Prinzip versteht. Cloud 2 zu Beginn des Spiels ist das Was-Wort. Ihr schreibt mir immer über die DMs, also über Discord, schreibt ihr mir privat immer eure Antworten. Genau, ihr müsst jetzt auch nicht reinschreiben, Frage 1 oder so, bla bla, könnt ihr machen. Ist vielleicht dann ein bisschen einfacher für mich zum Nachsortieren, falls ich es irgendwie bearbeite. Aber es müsst ihr nicht machen. Wenn ich es mir Also so an. zum Beispiel, so zusammen mit FF1, Frage 1 falsch zum Beispiel. Nee, du kannst. Die Fragen sind eigentlich durchnummeriert, steht auch immer eigentlich immer da. Das heißt, ihr könnt einfach Ah, schreiben, okay. Frage 1, Frage Dings, genau. Also schreibt zum Beispiel Frage 1, wahr oder falsch. Schreibt immer, wenn alle eingeloggt haben, werde ich halt quasi immer die Antwort preisgeben oder ihr könnt auch raten, ich will mal gucken, wie ich das mache. Aber genau. Das ist die erste. Dafür gibt es keine Punkte. Beziehungsweise Punkte gibt es hier überhaupt nicht. Man erreicht Level. Wie es im Fall, wenn es üblich ist, man steigt Level auf, ist es quasi eigentlich das gleiche Prinzip, aber ich fand es einfach lustiger. Aber man bekommt eine Fähigkeit, und zwar die Fähigkeit analysieren. Ich erkläre gleich, was das bringt. Aber quasi habt sozusagen 13 Mal die Chance, die Fähigkeit analysieren zu bekommen, weil es in jeder Franchise eine Vorrunde gibt. Aufgewahrt. Genau. Frage 2 ist immer eine Multiple-Choice-Antwort. Frage. Also, wie auch hier in dem Beispiel, welchen Charakter gibt es in Final Fantasy 8 nicht? Ich gebe euch drei Antworten. Es sind immer drei. Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Ihr schreibt mir quasi auch wieder privat A, B oder C. Ihr könnt auch den Namen dazu schreiben, aber eigentlich, genau. Oder ihr schreibt beides dazu, um sicher zu gehen. Genau. Wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt, kriegt ihr ein Level oder einen Punkt halt. Bei falscher Antwort wird keiner abgezogen, aber du kriegst auch keinen. Genau. Relativ. Darf ich kurz, bevor, also Ja. Entschuldigung. Ja, klar, wenn du Fragen hast. Also das sind zwei Fragen bezüglich der ersten gleich schon, also deinem ersten Fallbeispiel. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel, wenn finde ich alle Teile habe ich immer auf Deutsch gespielt. Ja. Nur mal so als Test, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, in dem Fall müsste ich dann schreiben, also ich kann sagen, dass ich jetzt auch falsch liege, das ist ja, oder ist diese Beispielsfrage schon eine Frage? Nein, es ist eine Nee, Beispielsfrage, ist ist eine bei mir so, Beispielsfrage. oder? Ja. In dem Fall ist es ja falsch, glaube ich, oder? Weil im Englischen heißt es, glaube ich, Bastardswort, oder?
Nee, es ist schon das Buzzword. Nee, es ist schon das Buzzword. Du kannst aber auch deutsche antworten. Also wenn du dir eher zuversichtlich mit der deutschen Antwort bist, kannst du mir auch alles. Ich habe auch versucht, die Fragen meistens immer Deutsch und Englisch begriffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt in dem Fall zum Beispiel, also das wäre jetzt meine, wenn ich jetzt zum Beispiel dann, ich wüsste, ob richtig oder falsch, aber ich wüsste zum Beispiel, wie es im Deutschen hieße, könnte ich das dann reinschreiben und dann würdest du das auch als richtig oder falsch machen. Ja, genau. Sprache ist tatsächlich egal. Selbst wenn ihr den japanischen Namen wüsstet, dann könnt ihr das auch reinschreiben. Dann, ich müsste dann nochmal nachgoogeln. Aber wenn also, es, aber also prinzipiell schon so, okay, also schon prinzipiell mit richtig oder wahr antworten, aber wenn wir uns jetzt aufgrund der anderen Sprache nicht sicher sind, können wir dann rein, wenn du natürlich eine Substanz erfragst, beispielsweise, und ich wüsste jetzt nicht mehr, ob richtig oder falsch, weil du sie ja im Englischen zum Beispiel darstellst, kann ich sie im Deutschen schreiben und du guckst dann, ob es, okay, gut. Deutsch und Englisch ist okay, aber wie gesagt, auch Japanisch ist auch in Ordnung, wenn ihr nur die Japanisch kennt. Rechtschreibfehler ist mir tatsächlich auch wurscht, außer es ist jetzt, aber ich glaube, da gibt es jetzt keine in der Richtung. Das Markantes. Wenn du bei einer H oder so vergisst, oder ein E, aber wenn halt ein ganz anderes Wort rauskommt, dann ist es halt kein Rechtschreibfehler mehr. Also es gibt keine, das ist ein Rechtschreibfehler. Es gibt keine Fragen, die, glaube ich, so tricky sind, wo man sagt, so, oh, da fehlt ein E oder so. Also quasi immer, wenn du die erste Frage beantwortest, kriegst du analysieren. Kriegst du die Fähigkeit analysieren. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Ja, klar. Genau. So genau. Julian habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, du hast jetzt nicht so viel verpasst. Die Namen. Genau. Ist geil. Frage 3 ist eine offene Frage. Das ist quasi wie hier, wie ist das Beispiel, wie ist das letzte Mal von Cloud? Da quasi gebe ich euch keine Multiple-Choice-Antworten, sondern ihr müsst einfach frei antworten. Auch hier Deutsch, Englisch, egal. Meistens, wenn irgendein Begriff vorkommt, ich glaube, in den meisten Fällen habe ich auch die deutsche und englische Fassung drin. Falls ich sie nicht drin habe und ihr sagt, hey, wie heißt es im Deutschen, fragt mich einfach, oder im Englischen, dann schreibe ich es einfach, sage es euch nochmal, ich google selber noch kurz nach. Mhm. Genau, wenn ihr die Frage richtig beantwortet, geht ihr 2 Level ab. AKA 2 Punkte. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Bonusrunden. Es gibt quasi alle 2, glaube ich, nach jedem zweiten Titel oder so, eine Bonusrunde, oder nach jedem dritten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und so eine Bonusrunde. Es gibt kategorisiert in Monster, Esper, Musik, Magie und Schokobo. Ich glaube, es erklärt sich alles von selbst, was darunter steckt. Monster sind quasi einfach Monster aus dem Final Fantasy-Universum, die quasi in jedem Teil es eigentlich so gibt. Dazu Fragen. Esper, gleiches Spiel. Also halt Aufrufe, wie man die halt in dem jeweiligen Spiel nennt. Genau. Musik, auch klar. Magie, auch quasi eine Magiefrage, wird immer die gleiche Magie eigentlich benutzt in den Spielen, also auch eine Frage über Magie in den Final Fantasy Spielen und Schokobo hält eine Frage über die Schokobos. Bei den ersten 3 Monster, Esper, Musik könnt ihr maximal 5 Punkte rausholen, also 5 Level holen und das Prinzip ist dann wie folgt, es gibt in jeder Kategorie 3 Fragen, also Monster wären dann zum Beispiel 3 Monsterfragen hintereinander. In der ersten, wenn ihr die richtig habt, kriegt ihr 1 Punkt. Bei der zweiten kriegt ihr 3 Punkte und wenn ihr das fünfte habt, ist 5 Punkte. Ihr könnt, wenn ihr aber bei einem falsch liegt, verliert ihr alle Punkte. Ihr könnt aber jederzeit aussteigen. Das heißt nochmal, ihr habt die ersten 2 richtig und ich lese die und ich will die letzte Frage vorlesen. Dann könnt ihr quasi aussteigen, wenn ihr sagt, oh, das ist euch zu heikel und ihr nehmt die 3 Punkte mit nach Hause, also quasi die 3 Löffel kriegt ihr dann mit und verliert dann aber potenziell nichts. Also so grob verstanden. Du sagst zum Beispiel, also du sagst dann die Antworten auch immer, also sprich, wir wissen, dass die ersten 2 ja, theoretisch richtig sind. Ja, okay. Ja. Okay. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, es ist so ein Pokern. Also ich werde die Frage nur nicht vorlesen, sondern ihr müsst vorher sagen, ob ihr in die nächste Runde geht oder nicht. Genau. Die Fragen werden minimal schwerer, aber nicht ultra hart, glaube ich, so. Würde ich jetzt fragen. Noch eine Frage zu den Monstern, weil man muss jetzt die Fragen noch nicht nennen, aber mal als Beispiel, wenn du zum Beispiel von irgendwie was fragst, in diesem Gebiet XY kommt dieses Monster vor, XY, wie heißt es? Ja? Dann würde dann auch nur die Antwort zählen, wie es heißt. Umschreibungen dann nicht, sondern es müsste dann schon, man müsste es benennen können mit Schreibfehlern. Genau. Ich würde schon das Monster, wenn es um Monster geht, ich werde sehen, was für eine Art von Frage das sein wird.
es wird eigentlich, ich kann es, beziehungsweise ich sage es euch jetzt gleich, ich wollte es vorher nicht sagen, aber... Musst aber nicht, wenn es jetzt... War, nee, es sind immer die gleichen. Monster und Esper, ich werde euch verpixelte Bilder zeigen von jeweiligen Dings und ihr müsst mir einfach sagen, was dahinter steckt, was für ein Monster oder so ein Esper. Okay. Es ist immer das Gleiche. Mhm. Genau. Musik ist, ich schicke euch ja die Dings gleich, das ist einfach Musik rückwärts abgespielt und ihr müsst mir sagen, aus welchem Final Fantasy und aus welchem, in welcher Situation. Ich brauche nicht unbedingt den Namen, aber so Kampfmusik, keine Ahnung, in der Stadt vielleicht oder so. Da reicht es mir auch, wenn ihr sagt, wenn ihr vielleicht die Stadt nicht wisst oder so, dann reicht es mir auch, wenn ihr es ein bisschen umschreibt, da braucht ihr jetzt mir nicht den genauen Namen sagen, aber genau. Ihr kriegt auch nur... Frage? Ja. Wenn ich zum Beispiel bei den Monstern das falsch machen würde, bin ich dann für die Bonusrunde raus, oder? Du bist dann für kann die Bonusrunde raus, ja, du kannst dann nicht mehr weitermachen. Okay. Ja. Also wenn du es erst schon falsch hast, bist du schon komplett raus. Halt. Also nur mal kurz, es kommen nach jeder drei Fragen, also drei Start, Final Fantasy 1, 2, 3 und dann kommt Bonusrunde, oder zum Beispiel? Ah, ich glaube, es ist 1, 2 und dann Bonusrunde, 4, 5 Bonusrunde. Okay, oder ja, so. Ja, irgendwie so. Wie ist es da, ist es da eine Frage oder wie sind es fünf hintereinander Fragen? Es sind drei Fragen hintereinander immer. Es sind drei Fragen hintereinander? Ja, genau. Und bauen die sich auf dem Prinzip Frage 1, Frage 2, Frage 3 auf, wie hier auch, oder ist es... Nee, das ist so unabhängig. Also es ist quasi auf keinen Fall Fantasy reduziert oder so, sondern es ist... Genau, nee, aber ich meine, ist das auch erst Frage 1 wahr oder falsch, zweite Multiple Choice. Achso, du meinst so. Nein, das nicht. Okay, es sind dann quasi drei Fragen, die wir beantworten müssen. Mhm. So nach und nach, wenn man quasi, man kann maximal drei Punkte holen oder wie nehmen? Maximal fünf? Maximal fünf, ja. Aber es sind nur drei Fragen, wie können wir da fünf Punkte holen? Erste Runde eine. Die erste Frage gibt eins, dann drei und dann fünf. Genau. Okay. Und wenn du weiterkommst, okay. Die anderen machen halt dann immer mit, wenn die schon bei der ersten Runde rausgeflogen sind. Genau, sozusagen. Genau, ja. Ah, okay. Ja. Alles klar. Genau, MP ist eine Magiefrage, da kriegt ihr keine Punkte, aber ihr kriegt Magic Points, also MP. Was mit Magic Points machen könnt, erkläre ich auch gleich. Gesundheit. Und Schokobos ist eine Frage über Schokobos. Wenn ihr richtig beantwortet, kriegt ihr ein Schokobo. Jetzt erkläre ich, was die drei Sachen zu bedeuten haben. Also, analysieren. Kriegt man bei dieser ersten Frage, wahr oder falsch? Das ist eine Fähigkeit, die kannst du einsetzen, um bei einer Frage, also bei der Frage 3, bei der offenen Frage, die in eine Multiple Choice umzuwandeln. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr die benutzen. Dann schicke ich euch privat drei mögliche Frageantworten und dafür verliert ihr halt quasi einmal diese Fähigkeit. Das heißt, falls ihr irgendwie nicht sicher seid oder so. Genau. Analysieren kann ich pro Final Fantasy bekommen. Du kannst pro Final Fantasy analysieren bekommen. Du kriegst auch beide, auch das Level up plus 2 kriegst du auch, wenn du es analysieren benutzt. Das heißt, ihr müsst es nicht unbedingt sparen oder so. Oder habt jetzt keine Dings. Genau. Für die Bonusrunde. Also, es verfällt wieder. Nee, es verfällt nicht. Es verfällt nicht. Ihr könnt es auch stacken, ihr könnt es auch sparen für später Runden oder so. Ja. Für die Bonusrunden ist es noch wichtig, ihr könnt die benutzen für die Bonusrunden, aber da kostet es 2. Quasi, ich gebe euch da auch wieder eine Multiple-Choice-Antwort, was das sein könnte, aber das kostet 2 Analysieren-Punkte. Aber nur für eine von den drei Fragen. Nur für eine von den drei Fragen, das ist auch noch genau. Ihr könnt es nur einmal benutzen. Von den drei. Und du schreibst es auf pro Spieler, wie viel analysieren der hat, oder sollen wir das machen? Ich glaube, ich werde das mitschreiben alles. Ihr müsst euch jetzt eigentlich nichts drum kümmern. Ich glaube, ich schaffe das schon, ja. Also, genau. Okay. Genau. MP ist quasi, oder ich erkläre erstmal Schokobo, weil dann ist es gleich einfacher. Schokobo ist, den kannst du auf einen Titel setzen. Also du hast quasi Fall 1 bis 15 und ein Titel ist halt entweder 1, 2 oder sonstiges. Du stellst den Schokobo auf einen Teil ab und du kriegst dann für den Teil, für jede richtig beantwortete Frage, doppelte Punktzahl für den Schokobo, wo er draufsteht. Okay? Wenn dein Schokobo alleine draufsteht auf diesem Teil, kriegt ihr die dreifache Punktzahl für jede richtig beantwortete Frage. Wenn mehrere drauf sind, kriegt ihr 2. Wenn aber alle 4 ein Schokobo auf den gleichen Titel drauf haben,
kriegt man die normale Punktzahl. Habt ihr, so gut, habt ihr das verstanden? Also zum Beispiel, wir machen jetzt hier Final Fantasy 4, Frage Nummer 3. Ja. Oder wie? Da würde ich jetzt, wenn ich da mein Schokobo drauf setze. Du stellst es auf Final Fantasy 4 ab, nicht auf Frage 3, nur auf die Final Fantasy. Achso, auf das komplette Final Fantasy A. Auf das Final komplette Final Fantasy Feld, genau. Universum. Genau, auf das Feld. Ah, auf den okay. Teil. Also nicht auf die Frage, sondern auf das Final Fantasy genau, und du kannst, Universum. Ja. Und dann zählt das für alle Fragen. Dann zählt das für, ja, für die erste halt nicht. Ich glaube, zu viel Analyse oder wie? Oder? Nee, Analyse nicht, aber halt die Level up. Also Level up, kannst, Frage 2 und Level 3. Du kannst halt 6 Level up bekommen oder sogar 9, falls du alleine drauf stehst. Das Wichtige hier also, noch ist. Also, du kriegst dann für alle drei Fragen ein Schokobo. Also für Frage 1, 2, 3 kriegst du die Punkte. Nur für Frage 1. Nee, für alle drei. Beziehungsweise 1 halt nicht, weil du okay. da eh keine Punkte kriegst, aber halt für 2. Genau, also für 2 ja. und 3. Aber für die Bonusrunde okay. nicht. Genau. Ah, ja. Okay. Was noch wichtig ist, die anderen sehen nicht, wo du deine Schokobos gelegt hast. Du schreibst mir am Anfang, das in der Klammer 1 heißt, ihr startet mit einem MP und einem Schokobo. Das heißt, ihr könnt den, wenn ihr den Schokobo habt, müsst ihr den auch gleich setzen, gleich am Anfang. Das heißt, ihr könnt gleich am Anfang schon einen Schokobo setzen. Ihr könnt den nur vorwärts platzieren. Ihr kriegt später halt ein paar Schokobos noch, aber ihr könnt nicht sagen, ja, okay, ich lege den jetzt bei 5.1, obwohl bei 5.15. Weil die Frage schon, weil das schon durch ist, ihr habt ja schon eure Punkte geholt. Das heißt, es lohnt sich vielleicht gleich am Anfang am einen der ersten zu nehmen. Genau, ihr könnt nur vorwärts legen, nicht rückwärts. Und die anderen sehen nicht. Wie vorwärts? Also quasi, wir fangen jetzt bei 1 an. Ja, und da lege ich schon mal einen Schokobo hin. Du legst gleich am Start, legst gleich den ersten Schokobo hin, irgendwo hin halt. Du kannst 1 bis 15 legen, wenn wir aber... Ach so, ist es nicht so, wo ich sag, ja okay, die Frage 547 und dann sage ich, ja, ich setze einen Schokobo ein. Nee. Sondern ich kann jetzt schon bestimmen, genau. Am Anfang sagen, ich hätte gerne bei 547 zum Beispiel den Schokobo drauf. Genau. Du legst den... Okay. Jetzt habe ich gedacht, nur erst, wenn die Frage gestellt wird... Universum 7 zum Beispiel und dann sage ich, okay, ich will einen Schokobo drauf, also ich kann jetzt schon. Jeder kriegt am Anfang einen, den müsst ihr sogar am Anfang gleich irgendwo hin platzieren, den schreibt ihr ja privat, die anderen wissen nicht, wo es ist, wo der liegt, okay? Michi hier mal aufgerufen ist, und ein MP ist noch wichtig, weil das hängt im Zusammenhang, du kannst einen Titel nach einem Schokobo überprüfen, das heißt, du hast quasi so Klarsicht über ein Feld, das heißt, wenn der Benny, sagen wir mal, seinen Schokobo bei Final Fantasy 4 gelegt hat, und will dann aber MP kannst du sparen, du kannst auch später benutzen, wann du willst. Und du willst aber, wenn du deinen zweiten Schokobo zum Beispiel kriegst, willst du nochmal gucken, okay, hat bei Falvin 7 jemand eingelegt, dann kannst du, bevor du deinen Schokobo platzierst, den Titel Falvin 7 überprüfen, wie viele Schokobos sind denn da. Wenn da schon 3 sind, würde ich dir empfehlen, vielleicht das nicht zu machen oder zu machen, um anderen Leuten die Punkte zu vermiesen. Oh, warte mal, wie erfahre ich, wo schon Schokobos drin sind? Mit MP. Mit MP. MP. Und MP habt ihr am Anfang auch einen. Aber dann geht es schon so, dass es alle Schokobo legen und dann können wir MP einsetzen. Weil wenn am Anfang, ja, am Anfang. Also müssen alle fertig sein. Ja, weil genau. Sonst könnten wir ja ein bisschen abusen und sagen, ich warte ein bisschen und dann benutze ich MP und dann sage ich, dann mache ich es doch nicht hin, sondern... Ja, also den ersten Schokobo legt ihr quasi erst und dann könnt ihr MP benutzen, ihr könnt es aber auch nicht machen, wenn ihr den, genau, und danach ist halt... Okay. Ich hätte mal ein Thema zu dem Schokobo. Ich meine, war ziemlich einleuchtend, aber trotzdem nochmal sicherheitshalber für die zukünftigen Runden. Also als Beispiel, ich lege jetzt, wie Benny vorhin gesagt hat, als Beispiel jetzt zu Beginn mein Schokobo auf Final Fantasy 7. Ja. Und jetzt kriege ich zum Beispiel bei späterem Verlauf Final Fantasy 3 kriege ich wieder ein Schokobo. Ja. Dann, klar, man kann nicht rückwirkend, also sprich, ich kann nicht Final Fantasy 1, das ist klar, aber könnte ich rein theoretisch dann, wenn ich in FF3 einen bekomme, dann gleich schon für FF4 liegen? Oder muss es wieder eine Runde weitergehen, also dann für FF5 erst? Oder was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Also die Schokobo-Runde ist zwischen den Final Fantasy-Runden. Also sagen wir, nach Final Fantasy 2 wäre eine Schokobo-Runde, kannst du nach Final Fantasy 2 alles machen. Also nicht 1 und 2, aber 3, 4, 5, 6, 7 machen. Okay, gut. Also man könnte, wenn man Schokobo bekommt, dann auch schon für den nächsten Titel. Genau, dann okay. Das geht. Ja, das geht. Kann man Schokobo stacken? Ich habe jetzt zum Beispiel, lege ihn auf 4 und dann kriege ich bei 3, also nach dem zweiten noch einen, kann ich dann nochmal auf 4 und dann verdoppelt es sich nochmal, oder? Das geht nicht. Du kannst nur einen Schokobo auf ein Feld setzen. Du kannst nicht verdoppeln. Aber gute Frage, ja. Genau, das war es im Endeffekt.
wenn ihr. Genau, und eine letzte noch. Ja. Also, weil du gemeint hast, Final Fantasy Remake, gibt es eine Frage. Mhm. Aber Final Fantasy 7 Remake ist nicht ein einzelner Teil, den du auflässt. Final Fantasy 7 okay, ist darum ging es aber nicht, dass ich jetzt schreibe, Final Fantasy Schokobo, Final Fantasy 7 Remake. Also, es gibt nur Final Fantasy 1 bis 15 online ausgenommen. Mhm. Genau. Ja, okay. Genau. Genau. Sonst war es eigentlich, genau, die Fragen 1 bis 3 sind immer Fragen zum jeweiligen Teil. Also, nur bei Final Fantasy 1 habe ich einen Fehler gemacht, habe ich zu spät gesehen. Die erste Vorrunde von Final Fantasy 1 bezieht sich nicht auf Final Fantasy 1, sondern auf alles Final Fantasy, aber danach ist es schon so. Genau. Okay, dann würde ich sagen, let's do this. Schickt mir jetzt die Schokobos, oder? Ja, genau. Ihr schreibt mir, perfekt, genau, ihr schreibt mir. Sehr gut, das habe ich jetzt vergessen. Ich muss das noch mitschreiben dann. Okay. Kannst du selber unseren Namen und dann die Zahlen draufschreiben? Ja. Daneben. Ich mach so. So. Und den P könnte man, wenn man jetzt wollte, rein theoretisch auch schon abfragen, wenn man wollte. Du könntest, es, nachdem ich die Schokobo gelegt habe, könntest du jetzt schon schauen, wie du willst. Okay, gut. Für diejenigen, die nicht wissen wollen, wie die Schokobos verteilt worden sind, die schauen bitte ganz kurz weg. Ich werde jetzt eine Grafik einblenden lassen mit der Verteilung des Schokobos. Wenn ihr dieses Geräusch hört, könnt ihr wieder schauen. Schaut schon mal cooler gebaut aus, Michael. Ja, du hast echt Gedanken gemacht. Wie lange hat es gedauert? Also, keine Ahnung, 20 Stunden oder so. 20 Stunden? Okay, ja gut. Ich halt aber es ist halt cool aufgebaut. Ja. Es sind erstens auch viele Fragen. Das sind sehr viele Fragen. Wenn du von 1 bis 15 drei Fragen und dann hast du in jeder zweiten oder jeder zweiten Runde fertig, also in jeder dritten, eine Bonusrunde drin mit nochmal Fragen. Ja, und dann das System, dann ist es schon heftig, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob das nicht, dass es unbalanced ist oder so. Und ich habe auch Angst, dass es zu einfach ist oder zu schwer. Ich hoffe, ich habe eine gute Mitte gefunden. Falls es nicht so ist, tut es mir leid, falls die Fragen vielleicht zu einfach sind oder zu schwer. Ich habe versucht halt, dass halt für jeden was dabei ist, aber ja. Das wird schon. Und okay. Wenn, dann ist es dem einigen, dem selber halt das Unwissen. Ist man selber schon. Ja, ist selber schon, wenn man so ein Unwissen hat. Ich kann auch nicht mitspielen, wenn ihr wollt. Ich glaube auch der. Ja. Würde ich auch verkacken. Ich habe auch keine Chance, der Julian am Ende gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, mal schauen. Der Julian sagt zum Beispiel, er gewinnt nicht. Und ihr habt gute Chance. Ich glaube, ich kann nicht beschreiben, ich nicht gewinne. Ja. Ich habe nicht so gutes Namengedächtnis wie der Julian Abeni. Deswegen, da bin ich, glaube ich, raus. Aber gucken wir mal. Ja. Das wird spannend. Aber schon mal, wie gesagt, echt cool. Also da echt cool aufgebaut. Und so. Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Ja, ihr könnt auch fragen. Das wollte ich auch noch sagen. Das habe ich vergessen zu sagen. Vielleicht warte ich noch kurz mit Julian. Beziehungsweise Julian weiß es, glaube ich, schon. Ich habe kurz auch schon informiert gehabt. Ihr kriegt von mir, ihr könnt es auch selber mal mitschreiben, vielleicht ist es auch ganz gut, ich schreibe auch immer eure Punkte mit. Ihr kriegt aber von mir nicht euren absoluten Wert. Das heißt, die Schokobos, die ihr gesetzt habt, die rechne ich nicht dazu, die kommen erst ganz am Ende, damit es ein bisschen spannender ist. Quasi werden dann am Ende die verrechnet. Aber quasi. Ja. Aber also, ich weiß jetzt auch nicht, welches Level der Benny hat, außer der Benny freut sich jetzt zum Beispiel. Doch, also werde ich immer wieder so hin und wieder mal bekannt geben, wie viele Punkte ihr vielleicht nach jeder Bonusrunde so. Ja, genau, nicht den absoluten Wert, sondern nur den, die ihr offiziell mit dem, genau, ohne Schokobo zur Rechnung. Die kommen erst ganz am Ende. Okay. Bonusrunde ohne zu einer quasi einfach nur Normalfall, wenn sie. Fragen, okay. Was für einen Wert wir da haben und die Bonusrunde und Schoko zählst du zum Schluss dazu? Die Bonusrunde zähle ich auch schon damit dazu, nur die Schokobo tatsächlich nicht. Damit es ein bisschen. Klar, das bleibt spannend. Genau. Das ist so wie bei meinem Lokal, wenn die ganzen Wertungen kommen, dann kommt am Schluss der Mike
Dann sagt er, der süße Mike, ja, ich gebe den 10 Punkte oder der bei dem Shoppen-Queen, der Guido Kretschmer. Ja. Da ist nämlich so Ich finde, der zum Schluss nochmal. ja. Kann auch sein, dass es vielleicht am Ende sogar so klar ist, dass die Punkte keine Auswirkungen mehr machen, aber mal schauen. Ich habe tatsächlich. Ich würde es einfach mal austesten und dann sehen wir mal, wie gut es funktioniert. Aber das Konzept finde ich eine coole Idee, das kann man also Ja, gell? beibehalten. Vielleicht auch für andere Spiele Für mal. Das andere, ist ja, das, für andere Spiele möchte ich es, ja. das Layout, man kann ja Schokobo und Okay. sowas immer mal ersetzen mit einem anderen. Ja. Das finde ich schon mal eine gute, ja. Ich hoffe, es klappt, wie ich Ben ja schon gesagt. Ich hoffe, es ist nicht zu. Ich hoffe, diese Fähigkeiten sind nicht zu broken und dass man die ausnutzen kann oder dass es zu einfach ist oder zu schwer. Das ist beides immer am Das Anfang. sehen wir dann. Das sehen wir dann, ja. Ich meine, ich glaube, die erste war oder falsch. Ich glaube, das ist halt 50-50, gar nicht so ja. schwer. Ich glaube eher eben, das andere Multiple Choice, das kann man sich ausdenken. Das Schwierigste, glaube ich, wären dann die Teile, die man nicht kennt, sind die offenen Fragen, wo du Ja. wirklich wie heißt es? Bei der Ja. anderen wird es ja vorgesagt und musst nur Ja. entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Ja. Genau, Ben hat auch schon gesagt, das sind viele Fragen. Falls ihr, also ich mache auch oft Pausen oder so, falls ich mal eine Pause vergesse oder falls ihr mal eine Pause länger braucht, Pause braucht oder so, ist kein Stress, sagt mir Bescheid. Sonst mache ich immer zwischendurch mal Pause für die Raucher. Ja, maximal mal nur kurz, Ja, genau. wieder kurz eine Pause machen im Bachelor. Nee, nur so. Also jetzt Und schaffe ich falls es zu spät ist oder falls einer müde ist oder morgen raus muss, sag mir Bescheid. Dann speichern wir einfach und machen es halt das. mal anders weiter. Aber dann müssen wir zum Speicherpunkt laufen, gell? Dann Das müssen wir uns ist einen Schweifpunkt laufen, ja. Also dann würde ich halt bestimmt. Ja. irgendwo, dann würde ich halt die ganzen Sachen übernehmen und dann irgendwann weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja. Ja gut, bei mir ist jetzt nicht, morgen ist Sonntag. Ich habe auch, also Okay, deswegen. voll. Ja, der Julian ist ja, glaube ich, auch lange dabei. Das heißt, ich gucke tatsächlich mal, wie lange das wirklich alles dauert. Ich mache mir später wahrscheinlich noch einen Kaffee. Ja, genau, macht euch einen Kaffee oder so.